Ja, ich denke, das war ein sehr interessantes Spiel für die Zuschauer insgesamt. Natürlich mit einem schlechten Ende für uns. Aber eins nach dem anderen, ich denke, dass wir hier in der ersten Halbzeit sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert haben. Sind auch in Führung gegangen. Und mir war schon klar, dass wir in der zweiten Halbzeit dann auch unter Druck kommen werden. Das ist auch dann so gekommen. Wir haben dann 2-0 und hatten eigentlich die dicke Chance zum 3-0, wo der Ball an der Linie vorbeiläuft. Dann wäre natürlich glaube ich, das Spiel dann sicher auf unserer Seite gewesen. So war es natürlich wackelig, sobald der Gegner dann ein Gegentor macht, ein Tor erzielt. Und so ist es auch gekommen. Wir haben dann mit Macht und allem, was dazugehört, dann auch noch den Ausgleich geschafft. Ich will jetzt auch nicht die Schiedsrichterentscheidung als Entschuldigung nehmen, dass er da falsch gewunken hat, was glaube ich so war. Auch wenn er dann falsch winkt, dann müssen wir sehen, dass wir uns anders stellen, dürfen den Marc Schnatterer nicht so alleine lassen. Und insofern weiß ich gar nicht, ob man das Spiel wie was werten kann. Für Frank wird sicherlich sagen, war ein verdientes Unentschieden, wenn man auswärts 2-0 führt. In Heidenheim bei einer richtig guten Mannschaft und dann natürlich in der Schlussphase so ein Spiel dann noch unentschieden bekommt, ärgert man sich, aber auf der anderen Seite ist es auch so, vor dem Spiel wäre ich hier auch mit dem Unentschieden zufrieden gewesen. Heute war irgendwo ein bisschen mehr drin, aber ich möchte hier überhaupt nicht die Leistung des Gegners schmälern, sondern er hat auch dafür gearbeitet, dass er bis zur letzten Sekunde einfach Gas gegeben hat und versucht, den Ausgleich zu machen. Danke. Ja, wenn man die Worte hört von so einem erfahrenen Kollegen, dann gibt es eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Wir haben natürlich das Pech gehabt, in Rückstand zu geraten. Wir haben den Ball nicht gut geklärt nach einer Flanke auf den langen Pfosten. Und dann waren wir bewusst, ich habe ja Wiesbaden sehr oft gesehen und dass die Fußball spielen können, dass sie Erfahrungen drin haben, dass sie auch im Zweikampfverhalten gut agieren. Das hat man heute gesehen. Nichtsdestotrotz ja, war es wirklich ein Spiel, wo in alle Richtungen hätte gehen können. Nach dem 1-0 war die Situation, wo der Ball auf der Linie bei uns geklärt wird. Im Gegenzug haben wir, ich glaube, nicht mal 30 Sekunden später die richtig große Chance durch den Robert Strauß, als er allein vom Tor auftaucht, nach Vorlage von Michael Deutsche, den Ausgleich zu machen. Und ja, das Spiel ist dann so in beide Richtungen im Mittelfeld ja, dahin gegangen, ohne dass es langweilig geworden ist. Und ich habe meiner Mannschaft gesagt, wir brauchen jetzt eine Initialzündung. Wir wollen alle so ein bisschen aufwecken, dass alle erkennen, wir liegen zwar 0-1 zurück, aber wer hier schon länger Spiele anschaut, der sollte wissen, dass hier ein Spiel wirklich erst vorbei ist, wenn der Schiedsrichter abpfeift. Und war natürlich bitter, dass wir mit der taktischen Umstellung auf mehr Risiko mit einer Dreierkette direkt nach dem Wechsel dann das 2-0 bekommen haben. Da muss ich mir auch als Trainer vielleicht auch ein bisschen das Ganze angreifen. Da hätte man vielleicht ein bisschen länger warten können. Aber andererseits, wer mich kennt, wer den Verein, wer die Mannschaft kennt, wir warten nicht ab, sondern wir werden immer Risiko gehen. Wir werden immer mutig spielen. Wir wollen gestalten und agieren. Und das auch in dieser Phase. Und ich muss ehrlich sagen, was ich heute erlebt habe, das ist fast schon Wahnsinn. Und da kann ich nur den Hut ziehen vor meiner Mannschaft nach 0-2. Wenn meine Frau irgendwas erzählt hätte auf der Haupttribüne, dann hätte ich sie gehört. Da war es totenstill. Meine Mannschaft hat das Ding hier nochmal gedreht, in der Situation, wo keiner mehr geglaubt hat. Wir haben daran geglaubt. Wir haben gewusst, wir können bis zum Schluss noch 2 Tore machen, wenn es ganz komisch läuft mit 2 Standardsituationen. Aber naja, denke ich nicht weiter. Es wäre vielleicht auch des Guten zu viel. Ich muss ein Kompliment an den Peter und seine Mannschaft machen. Die haben ja sehr gut gespielt, aber wir haben gefightet. Haben uns dann trotzdem, und da möchte ich die Frage oder das, was der Peter im Raum gestellt hat, beantworten, das auch ein bisschen verdient ist, unentschieden, weil wir eben nicht aufgehört haben, dran zu glauben. Und deswegen nochmal Wahnsinn, Hut ab von meiner Mannschaft, dass sie nie aufgibt.